Hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outriders, der Demo weiterhin. Und wir haben unser Wiedersehen mit Jakob. Wir sollten ihn aus dem Bluthunde. Was? Betritt das Lagerhaus der Bluthunde, um Jakob zu retten. So war das. Aber hier waren wir, glaube ich, schon überall, ne? Ja, hier waren wir schon, genau. Na dann. Das ist nicht fair. Ach, hier müssen wir hin. Nichts zu sehen, Leute. Was passiert da gerade? Kann ich nicht irgendwie helfen, ne? Ich merke jetzt schon, komm, sobald wir unten sind, fliegt er runter. Hier eine Tagebuchnotiz. Oh, unser erster bei Verschiedenes. Nachricht von einem Bluthund. So eine Scheiße. Murch hat beim Kartenspiel mein letztes Geld gewonnen. Und auch nachdem wir ihn beim Falschspielen erwischt hatten, wollte er es nicht zugeben. Dann taucht dieser besoffene osteuropäische Typ aus dem Nichts auf und klaute den Wodka, mit dem ich mir genug Geld verdienen wollte, um diese Drecksloch so weit hinter mir zu lassen wie möglich. Und woher hat der mir. Und vorher hat er mir noch auf mein einziges Shirt gekotzt und meine scheiß Waffe kaputt gemacht. Das ist ziemlich scheiße, weil Barker nämlich gesagt hat, dass er mich ohne Waffe nicht losschickt. Und da nur die Bluthunde, die rausgehen, auch was zu essen bekommen, habe ich seit 2 Tagen nichts weiter als ein paar Würmer gefressen. Verdammte Scheiße alles. Vielleicht wird alles besser, wenn wir die Kontrolle über den Markt bekommen und die Leute alles von uns kaufen müssen. Vielleicht muss ich dann nie wieder einen scheiß Wurm fressen. Ich muss nur die Händler, die sich gegen uns organisieren wollen, in Angst und Schrecken versetzen. Von wem ist die Notiz? Von einem Bluthund? Hast hier nichts zu suchen. Die schmeißen gleich so offen runter. Was hat der alte Kerl getan? Hat den Boss stinkig gemacht. Der alte ist ein Freund vom Grand Marshal. Deshalb will der Boss uns auch das Doppelte zahlen. Ist trotzdem ein Risiko. Bringen wir es hinter uns. Wir vermöbeln ihn noch ein bisschen und lassen ihn dann auf den Markt zurück. Wir reden über den da oben wahrscheinlich, ne? Und wir sollen Jakob retten. Was wir schon mehrmals gemacht haben, wenn ich richtig verstanden habe. Oh. Ich suche Jakob Dabrowski. Verschwinde. Hör zu, Arschloch. Ich ziehe mit der Knarre hier direkt. Ich glaube, ihr hättet uns nicht Arschloch. Oh Gott! Was zur Hölle geht da draußen vor? Ich will hier nicht sein. Da fahre ich lustig, jetzt nicht mehr. Gut, dass wir unsere Sniper haben. Wo ich nicht mit treffe. Ich treffe nichts. Ach, leck mich doch. Drehen wir mal Schrot rein, ist mir egal. Da. Wobei zwei nochmal, ich weiß ja gar nicht mehr.
Wer soll von sterben hier? Oh Gott! Der geht nicht weg! Wo kommt der auf einmal her? Ja, oben links auf der Karte am Punkt die Teppiche gesehen. So, hä, wo kommt der auf einmal her? Alter. Aufpassen. So, Nummer 2 weniger. Ich treffe den Typen hier nicht. Hä? Ich habe in meiner Sniper keine Munition mehr drin, leider. Ja, vom Weiten man schrot natürlich nicht viel Damage. Den Typ, der geht mir auf den Keks, endlich. Hilfe. So, Gegenstände aufgehoben. Dann kannst du mit I gucken, wir haben jetzt angeblich Rüstung bekommen. Die wird uns aber irgendwie nie angezeigt. Oder rüst man die? Ah, okay. Aber wir haben gerade eine Jacke bekommen, oder nicht? So, die können wir ausrüsten, die ist besser. Mehr haben wir nicht. Wir haben aber eine neue Schrot bekommen, die besser ist. Ist das? Erstmal gucken wir hier, weil hier ist eine Truhe. Munition aufgefüllt, nice. Da geht's gar nicht durch. Jemand. Warte mal. War das Ding? Ich glaube wohl. Okay, sonst gibt's hier anscheinend nichts. Komme ich da rein? Komme ich da überhaupt rein? Ich habe das Gefühl, dass ich da gar nicht reinkomme. Auf jeden Fall nicht von dieser Seite hier. Na dann. Öffne das Tor. Oh, mein Chemiker ist aus. Entschuldigung. Kann ich wieder auslassen. Alter! Ich glaub. Ja, ich habe meine Fähigkeiten komplett vergessen, weil ich die auch habe. Dezent erschrocken gerade. Möchte da ganz gerne hoch. Nein,
nicht öffnen. Okay, ich dachte, kann ich öffnen. Fällt mir gar nicht wirklich. Ach cool, man kann die Kugeln ausweichen in diesem Feld. Möchte, wie kann ich auf meine Pistole zugreifen? Anscheinend gerade gar nicht. Okay, Schrot finde ich nicht gerade gut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, da ich hier schießen kann, wie ich möchte, das, oder? Doch. Da sind endlos Wellen, aber scheint nicht. Wo steckt Jakob? Noch einmal öffnen. Und dann muss ich mal eben kurz Schrot wegpacken, Hilfe, die Schrot wegpacken, weil die ist echt behindert. Oh, waren wir hier? Rüstung, Rüstung und eine Waffe, wenn ich richtig gesehen habe. Mal kurz nochmal I drücken. Eine Waffe anscheinend nicht. Auch die hier, aber die ist schlechter als die. Dann haben wir noch Schuhe, die sind besser. Hose ist schlechter. Wir haben auch eigentlich einen Helm bekommen, kann ich schwören, aber irgendwie wird uns hier gar nicht angezeigt. Vielleicht können wir die in der Demo auch gar nicht verwenden, kann ja auch sein. Schöne Augen. Hey! Wow. Oh, das tut mir leid. Ich hab gedacht, das wäre das Damenklo. Na, wie geht's dir? Ich hatte alles unter Kontrolle. Ist lange her. Kennen wir uns? Was, im Ernst? Verdammt! Ich dachte, du wärst tot. Du bist tot, wenn du dich nicht bald bei She-Ra blicken lässt. Oh, She-Ra. Na gut. Wir treffen uns da, wenn du Zeit hast. Irgendwas stimmt da überhaupt ganz und gar nicht. Jakob hat sich irgendwie komisch verhalten. She-Ra hat sich komisch verhalten. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas She-Ra, stimmt mit dir nicht. Ich hab Jakob rausgeholt. Er ist auf dem Weg zu dir. Der alte Penner will einfach nicht sterben. Du solltest auch herkommen. Es gibt viel zu erzählen. Okay, damit kann man anscheinend schnell reisen, wenn ich richtig sehe. Wir hatten noch irgendwo Missionskarte, aber nicht. Doch, oder? Doch. Cool. Klassenpunkte können wir nicht vergeben, wahrscheinlich weil die Demo ist. Oh Gott.
Ja, wir müssen reisen, stimmt. Okay. Hätte er klappen können, damit ich mich umgucken kann in diesem Raum, aber nein. Dann reisen wir. War? Dahin. Ah, gedrückt halten. Und dann wollte ich mir über anderes gucken, und zwar auf G, auf J. Jakob, hier, haben wir was Neues? Nein, noch nicht. Wird da wohl nicht mehr lange dauern, gehen wir raus. Nein, weil er tun und lassen kann, was er will, verdammt. Hey, na bin ich froh, mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du siehst aus wie damals. Und du bist alt geworden, mein Freund. Das auf dem Gang war Seth. Was macht er denn hier? Unser Flehen ignorieren. Ist der nicht auf eurer Seite? Seth, der steht auf gar keiner Seite. Die Rebellen haben Veränderte, das ist ein Albtraum. Zum Glück taucht Seth manchmal auf und schlägt sie zurück. Aber nur, wenn ihm das gerade in den Kram passt. Hey, pass doch auf! Du weißt nicht, wie übel es ist, Outrider. Wir dachten, wir entkämen der Apokalypse. Wir dachten, wir könnten ganz neu anfangen. Tja, wir lagen falsch. Ich lag falsch. Shira. Ich habe hier das Sagen. Weil ich die einzige Offizierin bin, die noch lebt. Die Rebellen vor unserer Tür, die sind brutal, sadistisch und haben uns umzingelt. Uns fehlt es an Nahrung, Munition. Und wenn uns diese Freaks nicht töten, dann bestimmt der Planet. Willkommen zurück. Für den schwarzen Pilz im Wald gibt es kein Heilmittel. Die Berge voller Abscheulichkeiten. Die Anomaliestürme werden jedes Jahr stärker. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir keinen Weg aus dem Tal finden, wenn kein Wunder geschieht, ist es mit dem Rest der Menschheit endgültig vorbei. Shira! Da sieh mal einer an. Ich habe jetzt Kräfte, die ich nicht verstehe, aber möglicherweise gibt's einen Grund. Ja, du bist... Jetzt weiß ich, warum ich dir damals das verdammte Leben gerettet habe. Wahrscheinlich hast du dir das ganz anders vorgestellt. Ich beschwere mich nicht. Hilf mir, das zu verstehen. Am Tag der Landung hat der Sturm Cuthbert zerrissen. Mich nicht, warum? Warum wurde ich... Verändert? Woher soll ich das wissen? Wenn der Sturm kommt, werden manche zerfetzt, andere kriegen rosa Punkte, tja. Und manche werden zu... scheiß Unsterblichen. Die Anomalie ergibt keinerlei Sinn. Sie hebt die Naturgesetze auf, mutiert das, was sie berührt. Die besten ECA-Wissenschaftler haben versucht, die Stürme zu verstehen, zu zählen. Sind alle tot. Du hattest einfach Glück, Boss. Naja, oder auch nicht. Hauptsache, du bist auf unserer Seite. Ein Veränderter behindert den Nachschub und unsere Waffen richten nichts aus. Bei der alten Solaranlage. Seth wollte uns ja nicht helfen, aber jetzt bist du da. Hey, warum nicht? Ich könnte der Menschheit Zeit verschaffen. Lieutenant, was war das auf uns dran? Was zur Hölle war das? Die ganze Front ist kollabiert! Wie ein Erdbeben, oder? Wir haben unsere erste Verteidigungslinie verloren! Unterwegs. Los, los, los! Hey.
falls sich keine Gelegenheit mehr ergibt. Ich hab dich gesucht. Aber alles ging schief. Wir rannten um unser Leben. Ich... Vergiss es. Ich lebe. Ich wäre schon 10-mal gestorben, wäre Tanner nicht gewesen oder Shira. Ich muss jetzt meine Schulden begleichen, Jakob. Boss! Ich hab dich vermisst. Gut, dass du wieder da bist. Jetzt knöpft ihr diesen Veränderten vor. Okay, vielleicht ist es doch nicht, hat sich doch nicht verändert. Aufnehmen können. Außer er halt älter geworden ist. Okay, Shira ist echt das Leben gerettet. Wer hätte uns nicht eingefroren, wären wir gar nicht mehr hier, davon abgesehen. Vorsicht, Outrider. Da draußen ist es übel. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber Shira, ich habe noch 30 Jahre an Fragen für dich. Falls du in einem Stück zurückkehrst, frag mich ruhig. Ob ich auf alles eine Antwort habe, weiß ich nicht. Jagdfieber, unsere neue Fähigkeit. Wenn wir irgendwo mal gucken, und zwar Charaktere haben wir 4. Einmal auf Akku. Das hatten wir, ne? Ja. 31 Jahre nach der Landung auf Enoch wurdest du auf einer Mission geschickt, um Jakob zu finden, der von den Bluthunden einer Gruppe von Schlägern gefangen genommen worden war. Deine Rettung brachte dir eine Menge Genörgel und nicht ein Wort des Dankes ein. Stimmt? Stimmt, ist das echt? Jakob ist wirklich ganz der Alte geblieben. Das Leben und die Ideale der Outriders hat er hinter sich gelassen. Jetzt ist er ein erstklassiger Mechaniker in den Diensten von Grant Marshall, Shira Goodman, und kann jedes Vehikel am Laufen halten, liegt aber lieber auf der faulen Haut und meckert. Aus dem bequemen Kokon seiner Fatalismus herum, wie schwer er es doch hat. Jakob war angenehm überrascht, dass du noch am Leben bist. Hat aber das dumpfe Gefühl, dass diese Freude da eher kurzlebig sein wird. Veränderter. Seth ist einer der wenigen Veränderten, die auf der Seite der ECA kämpfen. Und seine gewaltige Macht ist einer der Gründe, weshalb die ECA bis jetzt überlebt hat. Hä, aber eigentlich kämpft er für gar keine Seite, hatte Shira gesagt, oder? Doch wie einen übrigen Veränderten ist er unberechenbar. Unzuverlässig und nicht ganz zurechnungsfähig. Okay, schon fast gedacht. Beinahe wärst du Seth zum Opfer gefallen, als du ihm niemals dann zum ersten Mal begegnet bist. Gerettet hat dich nur, dass er deine Outrider-Uniform bemerkte. Stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Stimmt. Da ist doch der uns dann mit diesen komischen Metalldinger am Baum oder so festgehalten hat, ne? Stimmt. Er scheint immer noch einen gewissen Respekt für die Outriders zu empfinden. Auch wenn ihr Mythos in den Augen der meisten seit langem besudelt und dahin ist. Die Gruppen brauchen die unbedingt vorlesen, oder? Ich interessiere eher die Charaktere. Kämpfe dich bis zum Solarturm durch, unsere nächste Mission. Der Typ ist doch total. Die Rebellen haben mir alles genommen. Was ist das? Nur in Mr. Changs Laden findest du die beste Auswahl in Rifttown. Betreten wir. Komm, bestaune mein tolles Sortiment. Ein andermal, Mister. Ich hab einen echten Scheißtag. Ah, für uns alle weht ein rauer Wind. Komm, einen Schluck heißen Tee. Oh ja, ein Tee ist immer gut. Annehmen. Schaut doch mal über Kämmer aus. Angebot. Oh, beachte diesen Krempel gar nicht. All die guten Sachen sind... Hättest besser gezahlt, Alter! Was? Du bist verändert? Wusste ich nicht. Ist mir egal. Er wollte mir gerade die guten Sachen zeigen. Hab nur Befehle ausgeführt. Wessen Befehle? Barker, der Anführer der Bluthunde. Er will alle Händler in Rifttown ausschalten, die nicht für ihn arbeiten. Gut, hätte ich die Entscheidung gehabt, hätte ich ihn erschossen. Echt mieser Tag. Hey, ich dachte, ich kann jetzt... No. Anführer Bluthunde, hatte ich denn nicht schon?
Barker, der Anführer, der als Bluthunde bekannte Gang terrorisiert, mit seinen Schlägern die Händler von Rift Town. Bei seinem letzten Versuch, mehr Kontrolle über den Markt zu gewinnen und sein eigenes Untergrundkartell zu etablieren, wurden viele Händler getötet oder entführt. Ah, okay. Seit Barker in der Gang an die Macht gekommen ist, sind die Bluthunde Shira Goodman ein noch größerer Dorn im Auge. Barker weiß, dass er gegen die ICA nicht ankommen kann und versucht es auch gar nicht erst. Ihm passt es gut in den Kram, dass die ICA die Rebellen in Schacht hält, während er sich die Unruhen zu Nutzen macht und sein eigenes kleines Reich aufbaut. Er versteckt sich inmitten der Bevölkerung und hat sich einen Zwinger tief auf der untersten Ebene des Slums eingerichtet. Er hat bislang stets darauf geachtet, nicht zu weit zu gehen und die Grand Marshal nicht sehr zu provozieren. Aber das scheint sich gerade zu ändern. Mr. Shang. Wir sagen eigentlich so viel über ihn. Wir kennen doch gar nichts von denen eigentlich. Für uns alle weht ein rauer Wind. Ein typischer Schrotthändler in Rift Town. Der aber ganz untypisch nett und freundlich war. Ja, für einen kurzen Moment. Mr. Shang wollte ein Geschäft schützen. Das er in Kriegszeiten nur mit Mühe und Not über die Runden brachte. Er wurde von einem Schurken, der für die Bluthunde arbeitete, kaltblütig ermordet. Die ICA stellt ihre Soldaten den Großteil ihrer Standardausrüstung, aber mit ihren speziell angepassten und hochwertigen Waffen und Rüstungsteilen bieten Händler ihnen ein wenig zusätzliche Feuerkraft bzw. Schutz, zumindest denen, die es sich leisten können. Zwar steht es jedem frei, Ausrüstung mit anderen zu tauschen, aber aus paranoider Angst, dass es zu weiteren Aufständen kommen könnte, kontrolliert die ICA streng, wer in ihrem Gebiet einen Laden öffnen darf. Davon abgesehen verherrscht hier das Recht des Stärkeren. Waffen sind auf Enoch so verbreitet wie früher das Brot auf der Erde. Okay. Heute kostet ein Stück Brot ein Vermögen. Die Händler haben sich gelegentlich den Mangel an Konkurrenz zunutze gemacht, indem sie Kartelle gebildet und Preise abgesprochen haben. Eben wegen dieser geheimen Absprache halten manche, die versuchen, der Bluthunde die Geschäfte der Händler zu übernehmen, wird gar nicht so unberechtigt. Aber wenn ich das hier lese, würde ich sagen, ist wahrscheinlich Brot teurer als eine Waffe. Was ist denn passiert? Die Rebellen haben sich durchgetunnelt und die verdammte Front in die Luft gejagt. Wenn du den Nachschubweg nicht öffnest, sind wir erledigt. Hey Shira, ich habe was im Bluthundrevier zu erledigen. Was kannst du mir über ihren Anführer, Barker, sagen? Er kämpft unfair, nutzt die Unschuldigen aus. Seine Leute sind loyal, weil sie Angst vor ihm haben. Und diesem Typen überträgst du die Verantwortung? Er ist zu gut verschanzt unten am Restboden. Ich führe schon einen Krieg. Noch einen kann ich mir nicht leisten. Anscheinend sind die Bluthunde für dich nicht mehr von Nutzen. Gut, dass ich da bin. Hier geht's nicht weiter. Hey, da geht's anscheinend nicht weiter. Die Grand Marshal hat uns auf Patrouille geschickt. Dem Gesocks reicht der feindliche Beschuss wohl nicht. Jetzt fallen sie auch noch übereinander her. Man kann halt sterben, ohne dass die Bluthunde morgen. Nur dumm, dass ich nicht weiß, wo ich lieber wäre. Also ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken, zu hören. Bis bald. Ciao.